Hallo und willkommen zurück zu Hearthstone. Wir spielen unsere zweite Partie von unserem Mainpriester 2. Für alle, die, falls es jemand nicht gesehen hat, wir haben letzte Runde, letztes Mal, letzte Folge Hearthstone ein neues Deck gebastelt. Ein Drachendeck, Drachenpriester-Deck, um die Quest 1 von 2 Siege zu erlangen. Die letzte war schon, haben wir gewonnen. Das heißt, eins fehlt uns noch. Damit wären wir auf Stufe 21. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir spielen Classic. Und sonst, das war's im Prinzip eigentlich eh schon. Ich würde sagen, fangen wir einfach direkt rein. Starten wir direkt rein, fangen wir an. Schauen wir, ob es so gut läuft wie das letzte Mal. Anduin gegen Malfurion. Druide, wenn wir Glück haben, ist er langsamer und wir haben gute Startkarten. Den Sieg bringen. Schaut derweil nicht danach aus. Die sind zu teuer und der bringt uns am Anfang nicht viel. Der ist dann später dann irgendwie nett, um ein paar rauszunehmen oder sich selbst zu retten. Natürlich ein gefährlicher Angriff, weil wir nichts. Gefährliche Situation, weil wir nichts für Level für 2 Mana haben. Das heißt, wir wissen. Ist ja, wobei, jemand verletzt? Falls er wirklich blöd ist, können wir den immer noch spielen. Zweifelsfall ziehen wir Karten, wenn er ihn angreift. Rahmengötze ist eine tolle Karte, auch habe ich auch gern gespielt. Gegner weiß nie, was du hast. So, jetzt haben wir natürlich genau das. Jetzt haben wir für 2 gar nichts. Das heißt, wir werden einfach nur ein Schaden. Ist ein Schaden. Ist ein Schaden. Vielleicht hilft uns der am Ende. So, was machen wir mit dir? In Wahrheit müssen wir ihn umbringen, oder? Keine Alternative, natürlich den spielen. Aber eine 3-2, ich glaube, das werden wir machen. So, nächste Runde kann man heilen und Karte ziehen. Schon einmal nicht verkehrt. Außer er bringt ihn um. Ja, starten wir mal die Rakete. Das einzige, eins der wenigen Spiele, das ich gerne spiele. Jawohl. Gut. Ich würde sagen, 4 haben wir nichts. 2 haben wir auch nichts. Wird nicht besser. Heilen wir. Wollten wir eigentlich. Wären wir nicht. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Geh mal ein bisschen mehr. Gas. Schauen wir mal. Kartenmäßig schaut es natürlich schlecht aus. Muss man schon auch sagen. Das Land dient mir. Ein leerer Mana-Kristall, damit ist er jetzt schneller und vor uns. Das ist natürlich nicht gut. Wir könnten jetzt den natürlich spielen und einfach ins Gesicht und hoffen, dass wir schnell genug sind. Das werden wir jetzt auch machen. Ich trage die Kraft der Mächtigen in dir. Das sind immerhin jetzt 9 Schaden, die muss er jetzt, mit dem muss er jetzt langsam was machen. Badet in Flammen! Ah ja, 4-7 ist natürlich sehr nett. Kann man gerade nichts machen, nämlich. Gut. Was machen wir? Ah, wir könnten natürlich den 3, 4, 5. Das sollte ich mir reicht halt nicht. Reicht halt nicht. Aber trotzdem machen wir das. Wir machen das. Wir wollen Karten haben, gesagt. Das werden wir jetzt tun. So, sehr schön. Und. Tod den Heuchler! So, damit schaut es mal besser aus. 7-6. Er hat halt den Mana-Vorteil jetzt noch.
Das heißt, bis Runde 10. Und wenn er Teuer auf der Hand hat, kann wir... Naja, es geht. Eigentlich nicht so schlecht. Lebt Deck, wenn wir noch Zeit zielen. Alles ist gut, solange du wild bist. Wirkt ein bisschen, als ob er jetzt Stress hätte. So. Das ist natürlich schade, weil den will ich natürlich gar nicht. Das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Ah, könnte schlimmer sein. So, was machen wir jetzt mit den 5? In Wahrheit gar nichts. Das heißt, meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Sofort. Der wird halt leider sterben einfach, aber das ist halt einfach so. Besser wird's nicht. Das sind halt alles noch zu kleine. Badet in Flammen! Elun, führe meine Lanze. Das war ein bisschen zu erwarten leider. Ah, das ist natürlich auch nicht uninteressant. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Der den und dann die Nova. Genau. Hört auf, mich abzulenken! Hört auf, mich abzulenken! So, ist jemand Klerikerin. Dann haben wir 5, dann haben wir noch 2. Den werden wir jetzt damit nicht kriegen, aber es macht nichts. Schaut doch mal gut aus. Und noch einer. Sehr gut. Damit würde ich sagen, stehen wir wieder gut da. Jetzt haben wir die Oberhand in den Karten. Wobei wir bei unser Deck schneller durch sind als er. Wer ist so dreist und entweiht dieses alte Land? Ah. Ich glaube, ich werde mir jetzt Szenarios holen. Besser wird's nicht, wir haben eh gerade eine andere gekriegt. Ach so. Wobei, na. Das, wir spielen. Macht schon, wir holen uns Szenarios. Hört auf, mich abzulenken! Hört auf, mich abzulenken! Wir hier durchgehen. Und werden uns jetzt einfach ein bisschen. Den muss er jetzt erstmal wegmachen. Dann schauen wir weiter. Seht den Schorn der Feuerlande! Soll ich zuschlagen? Viel ausgewehren, beide Effekte. Das ist natürlich interessant, weil der bringt uns nichts. Das heißt, den bringen wir jetzt einfach mal um. So, und was machen wir jetzt? Bringen wir Frostschlund jetzt raus? Bringt er um. 4, 8. Geht der einfach mit drauf, aber sonst... Ich frage mich, ob... Die Alternative wäre 3, 6. Naja, da müsste auch beide reinrennen und würden auch nicht beide sterben, aber... Machen wir das. Wir nehmen ihn. Und ihn. Und heilen ihn. Willst du noch angreifen? Ah, dann stirbt er zumindest. Aber ja. Schauen wir mal, was er macht. Ich meine, wir haben jetzt nichts mehr Kleines. Ab jetzt gibt's nur noch Frostschlund und Nefarian und in Wahrheit war's das. Ah, das ist natürlich schade, dass er das kann. Ah, jetzt bräuchten wir natürlich die Nova. Wobei, Frostland ist genauso gut fast. Wird uns ein Board clear bringen. Besser wird's nicht mehr. So, schauen wir, was er mit seinen Kleinen macht. Vermutlich wird er sie jetzt alle buffen, wenn er was hat. Frage ist, ob ihm das was bringt. Hm.
müsste sie schon sehr stark machen. Mindestens auf 3-3. 4-4 müsste er machen. Ja, das würde nicht viel bringen. Tja, schaut für uns gut aus, würde ich sagen. Er hat noch eine Karte. Dann würde ich sagen... Oh... Das ist natürlich... Nein, wir wollen den noch spielen. Schade. Aber gute Runde, wir haben es gewonnen. Schaut gut aus. Ich meine, Level 22 ist nichts, wo man stolz sein kann drauf. Aber hat funktioniert. Und bin zufrieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Und ich denke, ich werde jetzt gleich noch ein, zwei Runden aufnehmen. Das heißt, für euch heißt es einen Tag warten wahrscheinlich. Oder vielleicht bringe ich zwei pro Tag. Sonst, je nach wie es ausgeht. Gut, das heißt, wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder. So, in dem Sinn, schönen Abend noch und tschüss.